Willkommen in der Eifelsuppe. Das da oben, das da ist die Sonne. So, alles klar. Jo. Die Sonne wird sich irgendwann durchkämpfen. Hallo Suppe. Hallo Suppe. Hallo VLN 1 2019. Und der Tim wird euch jetzt gleich mal erzählen, was über den Winter passiert ist. Ja, ich kann mich an nichts erinnern. Muss ich nicht reden. Ich kann mich an nichts erinnern. Nein, wir haben ursprünglich gedacht, wir würden ein Saugrohr-Upgrade machen zusammen mit der FH Soest. Wir sind aber da mit dem Zeitplan ein bisschen ins Schleudern gekommen, so dass wir das so jetzt nicht machen können. Wir fahren also mit der alten ursprünglichen Airbox-Konstruktion, haben aber aus den Versuchsgründen heraus unsere Kolben ein bisschen modifiziert, dass wir ein bisschen Platz haben, um Überschneidung auszuprobieren. Sprich, wir haben jetzt einen Hauch weniger Verdichtung als letztes Jahr, aber irgendein Tod stirbt man immer. Und dann, das war die Motorseite. Ja. Das, was du jetzt angesprochen hast, kommt ja noch dazu. Ja. Einfach im Laufe der Saison. Schauen wir mal, wie wir durchkommen. Wie immer, wenn ihr ein bisschen zu viel Geld habt, ja, schreibt uns an, spendet mal 5 Euro, weil dann können wir das schneller umsetzen. Genau. Es ist so, ja, wir können ehrlich sein. Dann geht's weiter. Wir haben ein bisschen was an der Aero geändert. Genau, wir haben also mit dem Kollegen von der Uni Aachen, mit dem Patrick von Oppel, haben wir die Aerodynamik ein bisschen begutachtet, indem wir, danke, das ist angenehm, ich hatte schon einen Tennisarm, genau. Dass wir hinten das Flügelprofil geändert haben. Wir haben also gemerkt, dass wir bei hohen Geschwindigkeiten tendenziell hinten zu viel Abtrieb hatten, sodass wir uns gesagt haben, wir können ein bisschen Luftwiderstand einsparen, indem wir ein anderes Flügelprofil wählen. Und das hat der Patrick von Oppel hat eine Simulation laufen lassen, sodass wir das jetzt ein bisschen, sag ich mal, besseren Wirkungsgrad auf der Aero-Seite haben und haben eben dann als Ausgleich vorne auch noch, wir hatten vor den Vorderrädern noch so kleine Frontdiffusoren, die haben wir auch noch zugemacht, um vorne auch noch ein bisschen Luftwiderstandsreduktion herbeizuführen und dann schauen wir mal, wie das und ob das funktioniert. Genau, bei der Theke müssen wir oder sagen wir auch noch ein großes Dankeschön an den Simon von Laptime Performance, der hat uns nämlich da auch geholfen mit der Theke, mit dem Flügelprofil selber. Das markenübergreift, da sieht man Spread the Love. Spread the Love. BMW ja. Flügelprofil auf einem BRZ. Aber mehr dürfen wir nicht sagen, sonst machen es alle nach. Und das wollen wir nicht. Genau. Ich glaube. Jetzt warten wir, bis die Suppe vorbei ist. Da oben, ich habe schon vorhin gezeigt, da oben konnte man vorhin die Sonne erkennen, jetzt ja, nicht mehr. Ja, ihr seht das, wenn wir hier mal gucken. Da vorne sollte die BMW-Brücke sein. Aber die BMW-Brücke ist noch nicht zu sehen. Das sind nur ein paar Meter. Wir haben jetzt halt hier 9.12 Uhr. Es ist also somit schon eigentlich fast eine Stunde verspätet, aber gut, das passiert. Schau hier, hier kommt ihr in Fernsehen oder hier ist Fernsehen. Hallo Kollege. Hallo. Aber der hat ein dickes Geschütz. Genau, wir haben einfach nur eine GoPro mit schlechtem Ton. Ich hoffe, es geht heute. Ja. Genau, jetzt geht es gleich raus ins Qualifying, wenn sie uns die Box aufmachen. Dann fahren wir mal schön das Auto warm. Ja. Ganz entspannt, wir sind 8 Autos in der Klasse, viele asiatische Kollegen, warum so viele, die trainieren fürs 24-Stunden-Rennen. Genau. Ziel eines ersten Rennens ist immer, naja, Vollattacke bei uns jetzt noch nicht, sondern einfach durchrollen, gesunde Punkte einfahren und dann, die Saison hat 9 Läufe, das heißt, das erste Rennen entscheidet über nichts, aber die Basis ist immer ankommen und richtig. Punkte sammeln. To finish first, you have to finish, first. Genau. Sprich, ob ein zweiter, ein fünfter Platz oder was, ist erfahrungsgemäß ist bei VLN 1 die wahnsinnigen Dichte etwas größer, weil hier bei VLN 1 oft die Leute einfach ihre Autos schon mal gleich zerstören und dann hast du hier eigentlich immer kurz Zixi. Das heißt, das Wichtigste ist echt, sich aus allem rauszuhalten. Das probieren wir jetzt. Ist so, ja. Der Klügere gibt nach. Werden auch weniger Autos werden nach Wieso, wer ist hier klug? Sind wir klug? Hallo, du siehst klug aus mit der Mütze. Oh, ich bin klug. Thank you.
So, Training ist gelaufen. Luke und ich haben uns es gelungen, das Auto auf Pol zu stellen. Ist es? Ich glaube, ich stehe noch PP1. Ich habe noch gar nicht geguckt. Also, okay, ja. Ich sag mal ja. Ich glaube schon, aber egal, können wir noch mal gucken. Die Jungs reparieren gerade die. Wir haben einen siffenden Simmering am Differential. Das wird jetzt gerade gefixt. Und sonst war aber mit dem Auto alles okay. Super. Wir haben ein bisschen Reifendrücke gecheckt, alles langsam angehen lassen und am Schluss hatte ich eine freie Runde und da ging alles ganz dann gut. Dann warst du das. Ja. Weil ich hatte zweimal Code 60 auf meinen Runden. Ich hatte und deswegen zwei freie Runden. Ah, deswegen sitzt der Simmering. Du hast ihn so hart rangenommen. Ja, ich habe ihn ganz hart rangenommen. Ja, also okay. Jetzt haben die Jungs ein bisschen was zu tun und das ist der Ulf. Das ist der Ulf. Hallo. Oh, der Ulf hat eine Kaffeezunge. Sehr lecker. Geil, oder? Das sind Dinge, von denen ich keine Ahnung haben will. Schauen wir doch mal ganz kurz. Die Jungs machen einen unglaublich geilen Job. Die machen seit 25 Jahren nichts anderes, außer Autos einsetzen, Rallye, Rundstrecke. Die haben schon mehrere Feuerproben hinter sich. Thank you.
Ja.
Die rasten total aus. Die rasten voll aus. Wir sind spät dran. Sorry. Also, Frühnebel, verkürztes Training, yep. Pole Position, du. Freie Runde, eher kurz 60, dann Rennenstart verkürzt auch, weil Rennen verkürzt, haben wir gesagt, jede 8 Runden. Nach 8 Runden bin ich reingekommen, in Führung liegend, hatte den thailändischen Toyota am Hintern. Und dann musste Luke das dann wieder richten und Auto unauffällig, Aero gut funktioniert, gewonnen, glücklich. Genau. Keine Kratzer ins Auto gemacht? Kein einziger Kratzer. Obwohl ja so ein kleiner, du hattest einen Schlenkerer, ich hatte einen bisschen mehr Schlenkerer, passiert. Kann man mal machen, zum dran gewöhnen. Ja, zum warm werden. Ja. Machen wir nächstes Mal nicht. Und Box 16 haben wir jetzt, glaube ich, die ganze Saison. Also wenn ihr mal Langeweile habt, kommt gerne vorbei. Box 16, 1-6. Schön. Was brauchen wir noch? VLN 2 sitzt ja schon in der Woche. Videos spät dran, sorry, aber ihr seht es. Nächstes Wochenende gibt es den nächsten Lauf und wir freuen uns schon drauf, nicht wahr? Wird schön. Das wird sehr schön. Nicht vergessen, abonnieren, subscribe. Subscribe. Ach, genau, und eure 3 Euro Spenden auch nicht vergessen. Genau, für unser nächstes Projekt brauchen wir ein bisschen Geld. Das wäre total super.